Servus meine Freunde und herzlich willkommen hier in IQ's Kitchen zu einer neuen Serie, nämlich Anti-Heißhunger-Rezepte. Davon gibt es ja schon einige bei mir auf dem Account, aber heute möchte ich mal eine Spezialserie machen, nämlich mit veganen Anti-Heißhunger-Rezepten. Und ihr wisst, wie das ist, wenn der Heißhunger erstmal aufgetreten ist, dann will man nicht lange fackeln, dann ja, will man natürlich auch schnelle Heißhungerrezepte haben und genau die werde ich euch heute zeigen. Drei meiner Lieblingsrezepte will ich an der Stelle auch mal anmerken und ich denke, die werden euch auch einen großen Mehrwert liefern. Übrigens auch Nicht-Veganern, denn ich kann schon mal eins vorwegnehmen. Aus meiner Sicht sind das auch alles Rezepte, die sogar besser sättigen als die normalen Proteinvarianten. Das könnt ihr gerne mal für euch ausprobieren. Ich werde euch auch das Produkt, was ich hierfür verwende, nämlich das Total Vegan Protein, unten in der Beschreibung verlinken. Wenn ihr das ausprobieren wollt, testet es. Mittlerweile sind schon ganz, ganz viele in der More Community mit dabei und feiern die Produkte und ich stehe wirklich zu 100% dahinter. Deswegen wirklich Herzensempfehlung. Könnt ihr natürlich auch mit jedem anderen veganen Eiweißpulver machen, aber macht einfach mal den Test, dass ihr den Unterschied auch kennenlernt und dann könnt ihr für euch selbst entscheiden. Wir starten mal mit dem ersten Rezept und das ist ein Proteinpudding, wie ihr ihn auch schon hier findet, aber heute mal als vegane Variante. Und da seht ihr auch mal sehr, sehr, sehr schön den Vergleich von der Konsistenz. Wird nämlich um einiges cremiger. Von der Rezeptur her ist es fast das Gleiche, fast sage ich an der Stelle, weil eine Sache muss man bei dem veganen Proteinpulver berücksichtigen, es zieht mehr Wasser. Ja, und genau dieses Mehr an Wasser müssen wir dann natürlich hinzugeben, sonst wird es schon sehr, sehr fest und fast schon wie eine Art Creme. Also, drei Zutaten nehmen wir, nämlich einmal das Total Vegan Protein. Ich habe jetzt Fine Milk Chocolate genommen. Wenn ihr das noch ein bisschen mehr Richtung, sag mal, Nutella-Geschmack haben wollt, dann nehmt das Nuss-Nougat-Praliné. Das ist auch von den beiden Schokogeschmäckern auf jeden Fall mein Favorit. Ich gebe dann noch ganz gerne ein bisschen Chunky Flavor dazu. Ist optional, aber ich mag es halt gerne etwas süßer. Und Vollmilchschokolade, was auch vegan ist, gibt das dem Ganzen nochmal einen etwas intensiveren Geschmack. Und zu guter Letzt brauchen wir dann noch Puddingpulver, in dem Falle Schokolade. Speisestärke würde auch funktionieren, aber das liefert so die dreifache Schokonote. Und das fügen wir auch hinzu, ungefähr ein halbes Päckchen. Das entspricht circa 20 Gramm. So, ich habe mittlerweile ein ganz gutes Augenmaß, deswegen funktioniert das bei mir so ganz gut. Ihr könnt aber auch eine Waage nehmen oder empfehle ich euch in dem Falle, falls ihr da noch nicht so viel Vorerfahrung habt. So, kurz die Trockenmasse verrühren. So, Flüssigkeit dazugeben. Und dann landet das Ganze in der Mikrowelle. Die Zeit ist die gleiche, auch hier 2 Minuten, wobei ich das in Intervallen mache. Sprich, 1 Minute bei 700 bis 800 Watt. Dann hole ich das raus, verrühre das Ganze nochmal und dann nach Bedarf 2x30-Sekunden-Intervalle. Vielen reicht es auch schon, wenn sie nur noch ein 30-Sekunden-Intervall machen. Dann haben wir sogar ein 1,5 Minuten Anti-Heißhunger-Rezept. Und ich würde sagen, so viel Zeit sollte man sich dann auch nehmen, dafür, dass man eine sehr viel bessere Alternative bekommt. So, das landet jetzt in der Mikrowelle. Und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze von der Cremigkeit aussieht. So, und fertig ist es. Schaut euch mal diese schöne cremige Pudding-Konsistenz an. Und wenn das runterkühlt, dann bekommt das natürlich noch mehr Puddingkonsistenz offensichtlich. Aber für so ein schnelles Anti-Heißhunger-Rezept perfekt. Könnt ihr noch mit Früchten toppen, wie ihr wollt. Aber das hier, Rezept Nummer 1, Nährwerte hier oben und Rezept unten in der Videobeschreibung. So, machen wir weiter mit Rezept Nummer 2. Wie sieht's aus mit einem schönen Peanut Butter Jelly Toast? Also ich mag das sehr, sehr gerne. Ich bin sowieso ein Peanut-Lover. Aber ich habe das mal durchgerechnet. Also so ein Peanut-Butter-Jelly-Toast, das ist nicht mal so ein kalorienarmes, ja, so ein Snack für zwischendurch. Der hat fast 400 Kalorien oder 450 sogar, wenn man das Ganze mit Sandwich-Toast macht. Normaler Peanut-Butter und Marmelade. Ich zeige euch heute meinen Peanut-Butter-Jelly-Crunch-Toast. Auf Insta geht das Rezept schon richtig krass ab. Und deswegen natürlich jetzt auch hier meiner YouTube-Community mal vorstellen. Was heißt Crunch Toast? Ich nehme dafür Maiswaffeln statt Toast. Damit sparen wir natürlich ordentlich was an Kalorien. Dann nehme ich statt normaler Erdnussbutter unsere Light Peanut Cream. Das ist ein kalorienarmes Erdnussmehl, ein fettreduziertes Erdnussmehl, um genau zu sein. 85% weniger Fett als normale Erdnusscreme und dafür einen höheren Proteingehalt. Und das Schöne ist, das können wir uns so einfach zusammenrühren. Wir brauchen dafür nämlich einfach nur einen guten Teelöffel, also einen gehäuften Teelöffel. Zack, da kommt mal ein bisschen mehr. Ist auch ein super veganer Eiweißlieferant, offensichtlich. Und was nehmen wir als Marmeladenersatz? Wir nehmen unsere Marmelade. Das ist eine zuckerfreie Marmelade, hat pro Portion nur 7 Kalorien. Und selbst zu einer zuckerreduzierten Marmelade haben wir hier nochmal eine ordentliche Ersparnis. Wartet mal ab, wenn ihr am Ende die Nährwerte seht. Also, wir haben jetzt hier
unsere Light Peanut Cream. Vorsichtig Wasser dazugeben. Wie viel ihr dazu nehmt, hängt schlussendlich davon ab, wie cremig ihr eure Erdnussbutter mögt. Und ihr könnt natürlich auch eine Erdnusscreme daraus zubereiten, offensichtlich. Also ich meine damit eher so eine Art Erdnusssoße, sagen wir mal, ne? Wenn ihr ein bisschen mehr Flüssigkeit hinzugebt. So, das sollte, glaube ich, ganz gut passen. Wenn es ein bisschen zu viel war, füge ich noch etwas mehr Pulver hinzu. Noch ein ganz kleines bisschen mehr Pulver, dann haben wir die optimale Konsistenz. Ganz vorsichtig. Ja, aber es war genau richtig, perfekt. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie cremig das Ganze ist. Also hier, ne, eine schöne Erdnusscreme. Die ist jetzt so leicht salzig, könnt ihr auch ein bisschen süßer gestalten. Wenn ihr die Peanut Butter kauft, da ist ja sehr oft viel Zucker enthalten und auch Palmöl. Den Zucker haben wir jetzt hier natürlich nicht drin, aber wir können das süßen, zum Beispiel mit dem geschmacksneutralen Chunky Flavor. Wäre so eine Möglichkeit. So, und jetzt haben wir auch das innerhalb von einer Minute zubereitet. Geben eine ordentliche Schicht Erdnussbutter drauf. Gleiches Spiel hier nochmal. Kannst natürlich auch pur löffeln, wenn du willst. So. Jawohl. Für unsere Marmelade sind auch kleine Fruchtstückchen drin. So, schön darauf verteilen. Das hier ist jetzt der Geschmack Omis Erdbeere. Es gibt auch noch schwarze Johannisbeere, Karotte, Aprikose ist es, glaube ich. Genau, also könnt ihr auch gerne mal abchecken im Shop. Und tada, fertig ist unser Peanut Butter Jelly Crunch Toast. Auch hier Nährwerte blende ich euch da oben ein. Und kurz mal hören. Ihr werdet nichts vermissen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, das hier wird euch besser schmecken. Aber könnt ihr dann gerne mal ein Feedback schicken. So, jetzt machen wir weiter mit Rezept Nummer 3. Als letztes möchte ich euch mein absolutes Lieblingsrezept zeigen. Also wirklich meine Nummer 1. Und zwar ist das der Mucki-Cookie. Ich bin ja ein richtiger Cookie-Liebhaber. Ja, und ich habe auch mal ganz oft geschaut, was gibt es denn so für Alternativen da draußen an Protein-Cookies? Und ganz ehrlich, bei dem Proteingehalt, die sie haben und den Kalorien, musste ich eine Alternative für euch kreieren. Und der Mucki-Cookie ist auch komplett eskaliert. Gibt es übrigens auch als Knusper-Cookie, also der vegane, der wird eher wie so ein Soft-Cookie, auch super lecker. Und der Knusper-Cookie halt wie so ein knuspriger Keks, wenn ihr den auch sehen wollt, der so ein bisschen mehr dem vom Subway ähnelt, dann kommentiert das bitte einfach mit Hashtag Knusper-Cookie. Okay, Deal. Also, wie immer habt ihr die Entscheidung. Den muss ich aber abwiegen. Normalerweise mache ich das ja ganz gerne frei Schnauze. Ich brauche dafür das Erdnusspulver, dann noch das Total Vegan. 10 Gramm Erdnusspulver. Gramm von dem veganen Proteinpulver. Perfekt. Ein ganz kleines bisschen Backkakao. Könnt ihr gerne mal den Timer mitlaufen lassen hier. Alles in Echtzeit, ne? 10 Gramm Dinkelmehl. 10 Backpulver, wirklich nicht viel, gibt da nicht mal einen ganzen Gramm rein, das war's schon. Und optional wie immer Chunky Flavor, aber bei mir gehört das rein, Nuss-Nougat. So, und das Gute ist, wir machen das in der Mikrowelle, Leute, ihr braucht nicht mal einen Backofen dafür, ne? Alle Zutaten hier schön verrühren. Jetzt müssen wir noch Wasser dazugeben. Alles genau für euch abgewogen. Jetzt haben wir hier so eine cremige Teigmasse. So. Auf dem Backpapier geben, ganz wichtig. Und jetzt geht es darum, daraus einen Cookie zu formen. Dafür muss ich einmal ganz kurz die Hände anfeuchten, damit ich das hier noch zu einem Cookie-Plattform kann. So.
Jetzt forme ich da ein Cookie drauf. Schön glatt drücken. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch ein paar Schokochunks drauf machen. Und wisst ihr was? Ich mache da auf jeden Fall welche drauf. So, noch ein paar Schokochunks. Gibt es ja mittlerweile auch vegan zu kaufen. Zack, drauf. Und das kommt jetzt bei 700 Watt für circa 1,5 Minuten in die Mikrowelle. Und dann zeige ich euch auch hier den fertigen Cookie. So, 1,5 Minuten später haben wir unseren fertigen veganen Cookie. Heiß, heiß. Schaut euch das bitte an. 170 Kalorien für diesen Cookie. Vergleicht das gerne mit denen, die ihr sonst kaufen könnt. Und dann werdet ihr sehen, das hier ist auf jeden Fall eine Top-Alternative. Phänomenale Nährwerte. Also ich blende euch mal nicht nur die Nährwerte ein, sondern auch die einzelnen Makros. 3 Anti-Heißhunger-Rezepte, High-Protein-Rezepte, alle vegan, die ihr unbedingt ausprobieren solltet. Ich bin mir sicher, eines davon wird auch für euch ein Game-Changer sein. Also Freunde, ich verlasse euch an der Stelle, lasse euch aber dafür 3 leckere Rezepte da und ihr mir gerne ein Abo. Ich freue mich natürlich sehr darüber, euch dann auch im nächsten Video hier begrüßen zu dürfen. Gerne auch mit mehr veganen Rezeptvideos. Bis zum nächsten Mal.